Rechts unten. rechts unten ist eher ein Symbol. Tiere, Viehhändler. Ganz rechts unten, bei mir ist warm. Ist doch ein Symbol für Tier. Also du bist in der richtigen Karte drin. Ja. Deine. Wir könnten das auch einfach per Besuchen besuchen. Schon passiert. Aus Versehen. Hey, hallo. Ja, das sieht so aus wie auf den Bildern. Türmenü öffnen. Ja, das gefällt mir. Schweine. Wir haben gesagt Schweinepommes. So können wir. Oh, was ist denn da unten? Hof. Sehen wir quasi, wie viele wir haben. Ja, Schweine sind doch das günstigste. wie kann ich die jetzt liefern lassen, sozusagen? Es wird ein Transportgebühr erhoben, wenn die Tiere nicht mit einem eigenen transportiert werden. Ja, musst du erstmal kaufen. Und wahrscheinlich, weil keiner da steht, wird er automatisch dann. Wir nehmen einen. 20. Ja, von mir aus. Sind 60.000. Ja, dann müssen wir halt. Wenn wir mal ein bisschen notieren. 20 sind 64.000. Mal Mal gucken. 64. Mal gucken, wie viel wir rauskriegen. Ja, 64, weil wir die Gebühr von 4.000 haben. Achso. Bestätigen. Möchtest du 20 kaufen? Ja. Gut. Gut. Was hätten der Transporter gekostet? 24. Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen was gespart, 20.000. Wo sind denn die Schweine jetzt? Die sind oben. Ja, die sind jetzt in unserem Schweinehege, Schweinestall. Ja. besuchen. Ah, oh, da laufen wir hier rum. Hier Menü öffnen. Schweine. Kaufen, verkaufen. Also wir könnten auch hier kaufen. Okay, ja. Hey du. Sind wir Und halt du. nur gucken, dass die Schweine alles haben. Die brauchen hier ja Weizen, mal sagt er. Weizen oder Heu? Das ist aber voll Ja, süß. Weizen Gerste, die brauchen ja vieles. Das heißt, das ist unsere erste Aufgabe, das hier Achso. hinzubringen. Na, Sojabohnen können sie ja auch nehmen. Ja, dann nehmen wir Sojabohnen. Nee, Sojabohnen verkaufen wir, weil da kriegen wir mehr Geld dann. Ja. Wir müssen halt schauen, was haben wir denn im Lager? Ja, der Helfer kann ja gleich Weizen abernten, dann haben wir schon. Wir haben auch 8000 Weizen im Lager. Genau. Ne, Gerste ist es. Egal. Ja, fahren wir mal zum Händler. Also zum Dings. Okay. Fahr ich mal Könntest du ja mit. die Sojabohnen verkaufen, gell? Ich gehe fahr mal mit dem LKW heim. Ja. Sojabohnen haben wir auf jeden Fall nichts im Lager. Wir haben halt Haufen, das dritte. Erste, Gerst, Raps. Hops, Also Weizen, keine die Ahnung. komische Pflanze. Die mit den Kügelchen oder die mit den geraden Stift hier hoch? Kügelchen? Hab doch keine Ahnung. Ja, die hat ja so Kugeln oben, die dritte. Oben hast du diese komische Blume und unten hast du halt ein paar Blätter weg. Genau, und die, oben die Blumen sind ja als Kügelein, so kleine Kugeln. Ja. Ja, das ist Raps. Raps sind Das ist Kugeln. Raps. Knospen. Okay. Davon haben wir halt Haufen. Ja, aber das haben wir nicht verkauft, weil ich glaube, der Preis so schlecht war. Mittlerweile geht's vom Preis her. Also wir sind bei 1000. Wird aber auch. Ich habe halt jetzt auch nicht die Zahlen, wie viel so rauskommt. Muss halt mal extrem Statistik fertig machen. Grob wenigstens. Und ich fahre ja, wo fahre ich denn überhaupt hin? Stimmt das überhaupt? Was soll ich jetzt ernten? Weizen Nein. oder Gerste? Weizen, oder? Weizen ist da. Ist aber noch nicht fertig, das Feld. Ja, Wenn dann du nimm halt. nochmal hochdrehst. Jetzt habe ich aber bald falsch schon zehnmal an einer Straße vorbei. Ey. Vollgas durch die City. 734 Euro Lohnzahlungen. FAE hat die Arbeit erfolgreich beendet. Nicht gut. Ja, das hab ich gerade auch gelesen. Jetzt bin ich HLVB. Ihr habt uns entfallen. Der hat direkt gekündigt. Er hat gesagt, in so ein Mähdrescher gehe ich nicht rein.
Ja, das Firmenauto steht da noch drüben. Ist ja erstmal egal. Gut, das heißt, ich kann wieder langsamer drehen, oder? Nee. Ist ja noch nicht fertig. Rechtsdecke. Gut, dann gehe ich mal verkaufen, oder? Ja. Wir haben Soja, die Bohnen. Das kriegen wir am besten weg bei der Mary's Farm. Ja, das stimmt. 1,8. Nee, eigentlich bei Right Agri Bresson. Ich schalte mal trotzdem wieder langsamer jetzt. Bis der soweit ist, ist eh langsam. Ja, Right Agri Bresson ist halt am günstigsten. Ist oben links. Was? Nee. So, hier Bohnen kriegt er meistens bei der Mary's Farm. Ganz unten. Achso, da gibt's auch noch was. Gar nicht gesehen, das. Das ist ganz oben links, hast du gesagt. Ja. Marker setzen. Gomez Reach Edgecrest, was war da jetzt? Mais ist da, mein Gott. Warum? Haben wir nicht. So, das heißt, wir fahren hier hoch. Einmal quer durch. Ja, drüber. Die Route ist kacke. Also in der Mitte geht es da nicht hoch, neben dem Fluss übrigens, weil das ist eine Talsperre. Naja. Einfach einmal außen runter rumfahren, fertig. Ja, unten da. Oder oben da. Ja. Einfach die Straße immer entlang, bis wir anstehen. Ja, passt schon. So, ich koordiniere mal weiter. Hallo, liebe Fluggäste. Schön, dass Sie mich fahren. Mayday, Mayday! Mayday, Mayday! Meine Raps! Das ist doch wohl immer die Geisterserie. Mayday, Mayday! Alarm im Cockpit. Schön langsam weiß ich nicht mehr, was ich schauen soll, weil ich schon alle durch hab fast. Ganz selten, dass ich eins finde, was ich noch nicht gesehen hab. Es gibt ja auch nicht alle auf YouTube. Ja, eh nicht. Wo laufen immer denn die eigentlich normal? Die laufen ja meistens auf diesem Geographical-Kanal da. National Geographical oder wie der TV-Sender heißt. Keine Ahnung, deswegen. Da gibt's ja Serie 11 oder so. Ja, Staffel 11, Staffel 14 habe ich auch schon gehabt. Ja. Interessante Serie. Es gibt ja auch noch Mayday Normal, da geht's dann um den Rest. Sprich, Zug und Glücke. Achso, und ja. Halt noch der andere Müll auf Verkehrsgüter. Schiffe. Genau, Schiffe, aber das ist irgendwie langweilig. Das hat mir nicht so gefallen. Das ist immer so eine Sache. Vor allem, da passiert auch nicht so viel. Beim Flieger kann so viel passieren. Ja, rein theoretisch ist immer eigentlich fast dasselbe. Der Pilot ist ein Idiot, aber. Na, das ist es nie. Es ist nur manchmal, dass der Pilot der Idiot ist, sondern es ist der Tower der Idiot. Ja, der Tower ist oft, ja. Das stimmt. Oder dass die einfach halt irgendwie mal wieder nicht korrekt geschult worden sind. Ja, gerade heute habe ich. Auskennen. Heute habe ich eine Folge angeschaut, da war auch wieder so ein Zusammenknall oben mit einem Militärjet und irgendeiner Boeing. Zu schnell, oder? Ja, genau. Zu schnelle Geschwindigkeit oder irgendwie. Ja, irgendwie so, ja. Das ist, allein, dass das passieren kann, ist ja. Da war halt damals die Militärflugzeuge noch nicht überwacht worden sind. Ja. Geschwindigkeit unterschätzt oder überschätzt das irgendwie. Ja. Das ist echt arg, was da teilweise ist. Hauptsache, der säbelt vorne das ganze Cockpit ab. Soll ich dir sagen, diese Helfer funktionieren immer noch nicht richtig. Der ist gerade bei Feld 14 gegen Baum gefahren. Ja, gut so. Weitermachen. Der kann's. Der Helfer bringt's. Ja, du bist unterwegs. Mal. Ist gleich da. Der Geldpreis passt noch. Kannst du verkaufen. Genehmigung freigeben. Danke, danke. So, wo ist jetzt? Bin ich denn hier? Wir haben ja den anderen Dings. Ich muss mal unsere Schweine füttern, sonst wollen die sterben, die ja. Ja, das ist mal Punkt 1, die Schweine, ja. Aber den anderen hängen ja eh noch. Ja.
28.000 haben wir bekommen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Haben ja die Schweine schon halb rein. Ich bin mal gespannt, was wir so an Schweineproduktion haben, dann wie viele Schweine man so kriegt. Ja, bei Schweinen ist halt der einzige Produktionsgut Fleisch. Ja, Schweine halt, die du wieder verkaufen kannst. Oder halt bald. Problem ist halt, wir brauchen halt wieder einen Viehtransporter. Na, kannst du auch. Ja, die Frage ist, wie viel Gewinnverlust man dadurch hat. Weizen ist leer, also wir könnten Gerste liefern. Oder Raps. Oder ich hol halt Weizen vom Dings. Ja, hol Weizen vom Dings. So viel werden sie nicht brauchen am Anfang. Denke ich mal. Aber ja, muss halt auch wiederum abwechslungsreich wahrscheinlich gestalten werden. Das sind halt Schweine. Wahrscheinlich. Aber die sind doch ganz schöne Gourmets. Das Schwein, das Gourmet-Tier. Wieso fährt der Helfer immer falsch rum, wenn ich ihn mal brauche? Diesmal fährt er so richtig rum. Nur du falsch. Der hat eh 90%, also der hat eh entleert. Gehört eh entleert. Fahren über die Blücke. Mut zur Lücke. Gott, oh Gott, das ist ein weiter Weg bis nach Hause. Jetzt schreibt er bestimmt, dass er blockiert wird, oder? Bei mir noch nicht. Na gut, vielleicht ist er auch so intelligent, dass er wartet, bis er fertig ist. Ja, er wartet, weil er gerade am Feldrand ist. Jetzt müsste er schon mal dafür blockiert. Ja, jetzt ist er blockiert. Ja, jetzt fährt er weiter. Hab mich ja ein bisschen vorhin gestellt, damit er nicht weiterfährt. Aber ja, wir haben uns aber nicht berührt. Ja, er kennt das ja wohl. Auch für ein paar Meter nach vorne hat er wohl so Abstandhalter und sowas hat er ja. Sehr modern, unsere Geräte. Da macht's bim, 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 bim. Genau. Palim, palim. Achtung. Warnung. Bitte. Bewahren Sie Ruhe. Das macht ja der Flieger auch, bevor er abstürzt. Alle möglichen Geräusche. Können Sie ja alles. Das ist halt auch das Wichtige, dass halt wirklich jede Mahnung irgendwie ein anderes Geräusch auch bringt. Damit ihr das auswerten könnt. Ja. Lieber die Blackbox. Über die Blackboxen. Die Sprachrekorder und die anderen Rekorder. Die gehen aber eigentlich auch nie kaputt, die Blackboxen. Jawohl, ab und zu bei ein paar Folgen ist sie kaputt, da können sie sich nicht mehr auswerten. Ja, aber oft überlebt es. Ja, ist ja auch so gebaut, dass sie überlebt. Aber ist ja trotzdem nur so ein Plastikkatzen. Nee, Metallkasten. Metallkasten. Ja, aber der ist halt ein bisschen besser gebaut. Aber wir kriegen ja auch irgendwie Gülle. Also wir haben ja hier Gülle, Dings. Ja, ja. Gülle, Schweine und wahrscheinlich Essen. Das, ja. Ja, Essen glaube ich nicht, oder? Na, halt was die essen. So, I auskippen. Okay, der nimmt gar nicht alles, was ich ihm geben wollte. Ja, wie gesagt, die werden nicht dafür brauchen. So, was passiert jetzt? Das Schwein setzt sich in Bewegung. Das Schwein setzt sich in Bewegung und? Es frisst. Es frisst. Dann machen wir jetzt hier Nahperspektive. Wo ist das Schwein? Da ist das Schwein. Hallo, Schwein. Hallo. Es frisst auch einen Bone. Hallo. Das war so richtig mit seiner Schnauze. Vor allem musst du so unter die Erde gehen mit dem Mausrad und da kannst du dich direkt zum Schwein hinstellen und genau in die Augen schauen. Oh, ich sehe dein Auge, Junge. Hallo? Schwein. Hallo Schwein! Mittlerweile sind schon zwei Schweine. Mhm. Voll süß. Ich kann schauen, ob der Schwein männlich oder weiblich ist. Einfach unten reinkriegen. Die Arschritze. Ja, interessant. Arschritze. Von unten beobachten. Das ist einfach krank. Wenn du so in der Erde drin bist, kannst du unter das Schwein durchgehen und nach oben schauen. Mhm. Ja, aber das macht doch keinen Unterschied. Sind nur alle gleich aus. Ja, eh. Aber du kannst von unten begutachten. Aber da fehlt doch eigentlich die Euter, oder? Ja. Bei manchen. Ja. Ja.